So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite. Ja, wir sind hier als Tür unterwegs. Ich muss ehrlich sagen, ich spiele ihn jetzt zum ersten Mal. Und zwar dürfen wir auf die Solo-Lane gehen. Ich überlege gerade, was ich mir als First Item hole. Wen werden wir denn wahrscheinlich gegen uns haben? Schwierig zu sagen. Schauen wir gleich mal. Auf jeden Fall werden wir erstmal mit dem Death Toll und den Schuhen anfangen, dazu noch ein paar Tränke. Einfach damit wir da ein bisschen Sustain haben. So. Und auf der Solo Lane holen wir uns mal einen Teleport. Fangen mit unserer 1 an. Ja, ich bin hier gerade so ein bisschen am Vorproduzieren. Also ich weiß auch noch nicht, wann das Video jetzt hier online kommen wird. Da ich ja jetzt 3 Wochen in Berlin bin. Also wenn ihr das Video guckt, bin ich wahrscheinlich gerade in Berlin. Gucken wir mal. Schöner Skin von der Nemesis. Den habe ich auch. Finde ich sehr nice. Was macht der E-Mail da? Der jagt den Anhur. So, machen wir hier. Wir müssen dann allerdings nur auf die Solo legen. Ich sehe gerade, dass ich hier auf der falschen Seite bin. Fängt ja schon wieder gut an. Okay, unser Fenrir ist fast down hier in dem Camp irgendwie. Dem helfen wir auch nochmal schnell. Schon mal einen Trank einschmeißen, sonst nicht allzu low auf die Lane gehen. Ich sehe auch, wir haben 2 gegen uns. Das wird auf jeden Fall sehr spaßig. So, der kriegt den Buff. Mal gucken, dass sie nicht gleich was im Tower machen. Den nehmen wir gleich mal mit. So. Wir müssen auf jeden Fall schön Defense spielen hier. Gegner haben schon First Blood geholt. Oh Mann, fängt er wieder gut an hier. Ich will auch gar nicht so viel pushen. Dass wir auch schön Defense hier immer in der Nähe von unserem Tower sind. Haben wir die ganzen Creeps im Hintergrund auch nicht unbedingt die beste Idee. Unsere Tränke schon alle verbraucht hier. Wir können uns hier mal ein bisschen auffeilen. So ein bisschen kundig gemacht, dann habe ich mich ja schon mal hier mit dem Tür. Aber ob das alles so klappt, werden wir sehen. Oh, jetzt kommt der. Das finde ich gut. Gucken, ob wir die hier noch kriegen. Ja, zumindest können wir sie noch mal ein bisschen poken. Habe ich zu spät reagiert? So, die 2 soll man erstmal maxen laut Guide. Schauen wir mal. Jetzt haben wir natürlich hier schon ganz schön gepusht. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, gucken wir mal, was das wird. Eigentlich sollte heute der Patch rauskommen. Also wir haben jetzt Dienstag, wo ich das Video aufnehme. Aber irgendwie kam noch nichts. Ja, wir machen ja doch ganz gut Schaden, aber sie uns halt leider auch. Und gerade mit den Minions zusammen. Ich habe auch so ein bisschen Angst vor dem Gegner.
Ja, da kommt er schon. Gehen wir mal raus hier. Genau davor hatte ich Angst, hatte ich das richtige Gefühl. Na, das war wieder zu greedy im Prinzip. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Ich wusste eigentlich, dass der gegnerische Jungler da irgendwo rummacht. So, wir warten mal kurz, dass wir uns die Schuhe fertig kaufen können. So, und weiter geht's. Wir haben unseren Teleport. Den müssen wir jetzt auch mal benutzen. Sonst ist der Tower down. Der war schon mal gemisst. Nehmen jetzt mal die Ulti hier. Da haben wir den wenigstens noch. Oh, ganz schön Schaden gekriegt gerade. Jetzt muss ich ja gleich wieder weg. Oh. Ach, Mann. Okay, Leute, die Leute. Die Runde läuft gerade richtig bescheiden, möchte ich mal ganz vorsichtig sagen. Wir holen uns als erstes auf jeden Fall mal eine Mystic Mail hier. Ja, müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier reißen. Also selbst unsere Teammates, unser Skylar ist gerade schon dreimal gestorben. Irgendwie läuft es hier gerade richtig schlecht. Also wir müssen echt defensiv bleiben. Mein Tower ist jetzt auch schon weg. Mal gucken, wie wir das jetzt hier veranstalten. Das läuft natürlich echt mies. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, eigentlich sollte ja heute der Patch rauskommen. Ja, aber wir haben es jetzt knapp 17 Uhr hier. Und bisher ist noch nichts da. Einer der größten Patch seit Season 3 jetzt. Ich werde in der Mitte mal schnell aushelfen gehen. Jetzt muss ich erst mal gucken, was ich hier skillen sollte. Die 1 dann als nächstes. Ach, ja. Also es steht 1 zu 16. Ich weiß nicht, was meine Mates hier gerade tun. Ich werde einfach mal probieren, hier in Ruhe und ein bisschen safe auf jeden Fall weiterzufahren. Was brauchen wir denn für die 2-7? In der Hoffnung, dass wir irgendwie vielleicht doch noch ins Late Game kommen, weil dann macht allerlieb nichts aus. Wir müssen halt jetzt einfach mal defensiv bleiben und uns nicht die ganze Zeit töten lassen. Rampage. Mal den Mana-Trank nehmen, falls doch irgendwas kommt, dass ich wenigstens die Chance habe, noch zu escapen. Was mache ich denn? Wir haben natürlich ja eigentlich einen guten Lane-Push mit Tür. Ich werde jetzt aber mal zurückgehen und shoppen. Oha. Ich hoffe, dass sie mich nicht mehr erwischt. Okay, sie lässt ab. Bakasura war auch dabei. So, können wir uns schon mal die holen. Aber zumindest schon mal ein bisschen mehr Leben. Death. Jetzt müssen wir aber auch wieder zurück zum Tower. So, gucken wir mal, ob uns hier jemand helfen kommt.
sind sie schon zu dritt hier, also ich weiß auch nicht so richtig, was wir dagegen tun wollen. Ja, so war das eigentlich schon mal nicht gedacht. Das ist wieder... Ah, ich weiß auch nicht, was die Skylar hier macht. Ich habe ihr jetzt auch noch nicht so richtig zugeguckt. Gucken wir mal, ob wir uns hier den Mana-Buff holen können. Also ich gehe fast davon aus, dass meine Team jetzt das gleich surrendern. Ich will es natürlich nicht hoffen. Ich wollte euch hier eigentlich noch ein bisschen mehr zeigen. Und es ist schade, dass sie dich hier die ganze Zeit wirklich wegholen lassen. Und ne, da ulten wir jetzt nicht rein. Deffen einfach mal hier ein bisschen. Wenn wir Glück haben und die gleich hier zum Tower kommen, können wir probieren. Ich weiß nicht, warum die da so blöd reinrennen. Also, das erklärt sich mir gerade überhaupt nicht. Ja, er trifft mich natürlich auch noch mit der Scheiße hier. Entschuldigt bitte meine Wortwahl, aber mich regt gerade echt so ein bisschen mein Team auf. So, da wollen sie jetzt wirklich surrendern. Wir töten natürlich nein. Weil ich denke, trotz diesem extremen Lead, also die haben fast 8000 Gold Vorsprung und 20... Ja, okay, das war dann doch eine sehr schnelle Runde. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß. Die nächste Runde wird dann hoffentlich länger. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bleibt fit, euer Marcel. Ciao.